Okay. Ich komme in Maybach vorbei und bin wie römisch. Ich darf und ich hab Eier aus Stein. Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser. Was geht ab, Leute? Scharf Banger hier. Ja, heute geht's mal wieder um ein Video bezüglich des Hopeness Labs. Und zwar, ich habe mir einige Polymerkristalle gesammelt und möchte natürlich, also ich habe ja hier die 4 APCs, wobei der dritte APC jetzt eher so ein, es ist einfach nur ein unnötiger APC, da sind irgendwelche zusammengeworfen worden, aber jetzt besonders der erste, zweite und vierte APC sind halt die wichtigeren und hier in dem Fall jetzt der erste. Kamikaze habe ich halt noch nicht voll, sonst würde ich den auf jeden Fall ein paar Attribute reinpacken. Da fehlt mir noch eine Kopie. Beim Todesritter und beim himmlischen Ritter habe ich halt schon gute Attribute, wobei beim Todesritter würde ich gerne als Skill, sage ich mal, etwas Besseres haben als das hier. Das gefällt mir nicht so sehr, aber das ist halt schon sehr, sehr teuer, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Und beim Techniker ist es halt so, dass ich da, ja, wie ich ja auch gestern in dem Video gesagt habe, das, was ich am Abend rausgeschickt habe, es gibt halt mehrere Arten von Attributen. Ich habe jetzt hier Siege Defense Might, im Deutschen wäre es Stadtverteidigung. Und das wäre halt nur für den Fall, wenn jetzt mich jemand angreift, würde mein Techniker 30% mehr Angriff bekommen. Ja, und der ist halt in meinem Angriffs-APC drin, deswegen macht es halt keinen Sinn. Ich greife mit diesem APC die Leute an. Ja, deswegen würde sich das nicht aktivieren. Deswegen habe ich mir auch jetzt einige Polymerkristalle geholt. In dem Sinne würde ich halt nochmal darauf verweisen, es gibt hier den kumulativen Kauf. Da habe ich halt ein paar Sachen gekauft gehabt. Und da läuft jetzt über die App Gallery wieder ein Event, sage ich mal, eine 30% Cashback-Aktion für die ersten 3 Einkäufe und für jeden weiteren Einkauf, also ab dem 4. gibt es 15% Cashback. Die App Gallery hatte ich ja auch schon in vorherigen Videos gesagt, das ist halt das, sag ich mal, App Store von Huawei. Und da könnt ihr dann, wenn ihr das halt heruntergeladen habt, könnt ihr dann eure Einkäufe tätigen und würdet dann auch den Cashback in Form von Huawei Points zurückbekommen. Und pro Huawei Point, also ein Huawei Point, ergibt 1 Euro. Alternativ könnt ihr Emulatoren verwenden, so wie BlueStacks oder Nox, und euch das dann herunterladen. Dort ganz wichtig ist es, dass ihr erstmal die App Gallery selbst herunterladet und darüber dann das Spiel herunterladet. Ich werde das alles in die YouTube-Videobeschreibung verlinken. Da werdet ihr auch hier vor allem diese PDF-Datei finden, wo alles detailliert erläutert ist. Eine Besonderheit gibt es aktuell, und zwar, wenn ihr dem App Gallery Lukas, so heißt er auf Discord, ich werde euch auch den Namen genau hinschreiben, wenn ihr ihm persönlich Scharif Banger hinschreibt und halt einfach auf mich verweist, dann weiß er Bescheid und dann schenkt er euch Huawei Points. Ja, das ist eine Besonderheit. Nutzt die Gelegenheit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er euch schenkt, aber ich meine, das ist geschenkt. Einfach nur, dass ihr ihm meinen Namen schreibt. Nutzt die Gelegenheit und dann könnt ihr auf jeden Fall vom kumulativen Kauf Gebrauch machen. Ja. Dann fangen wir mal auch weiter an mit den Attributen. Also, Techniker. Achso, wie gesagt, ich mache ja das meistens auf Englisch. Oder was heißt meistens? Ich habe das Spiel immer auf Englisch eingestellt, weil die Übersetzung viel, viel besser ist. Ja. So, der Skill wäre jetzt eigentlich schade, wenn ich den weg habe, aber der bringt mir halt nicht so viel. Ich finde den nicht so gut. Ja, 50% der Truppen, also die Truppenanzahl muss 50% sein oder niedriger. Erst dann würde er 70% Angriff und Verteidigung bekommen. Da gibt es halt bessere. Ja, also bei ihm würde ich zum Beispiel persönlich, das ist jetzt meine Meinung, würde ich auf jeden Fall als Skill Lucky 1 nehmen. Oder wie auf Deutsch heißt, glaube ich, Glück 1. Das erhöht das Einsetzen der Fähigkeit, also der zweiten Fähigkeit, um 10%. Und seine zweite Fähigkeit ist ja
hier dieser Skill, 50% Chance, dass dieser Skill eingesetzt wird, ist schon ganz nett. Ja, ich will jetzt, also ich erkläre es halt deswegen, damit ihr einfach die Hintergründe wisst, warum ich jetzt einen anderen Skill haben möchte. Das ist alles individuell. Jeder muss für sich selbst wissen, was er haben möchte. Aber seien wir mal ehrlich, also so Stadtangriff, Stadtverteidigung, Belagerungsangriff oder sowas in der Art ist nicht so gut, sage ich euch ehrlich, ist nicht so gut. Da würde ich eher auf taktischen Angriff oder taktische Verteidigung gehen oder auf Gruppenattribute. Also für mich jetzt ganz wichtig, ich will Gruppenattribute, also ob es Gruppenverteidigung oder Gruppenangriff ist, oder halt taktischen oder taktische Verteidigung, also taktischen Angriff, taktische Verteidigung. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Wie ihr seht, ich habe hier die zwei fixiert, weil die ganz gut sind und lege dann auch schon los. Genau. Confirm. Also das ist dieses intelligente Rekonstruieren. Und hoffe mal, dass was Gutes bei rauskommt. No. Also bei 424 habe ich gestartet. Ne? Ihr habt mitgeguckt. Ihr wart dabei. 424 habe ich gestartet. Ach nein. Ne, brauche ich nicht. Komm. Gönn mir was Gutes. Nein, Mann, was soll das? The Hero's Vehicle Squad is restrained by the Shooter Squad. Ja, es ist halt auch sehr speziell. Also wenn ich dann gegen einen Schützen-APC kämpfe, dann ist es schon ganz gut. Aber also aktuelle Meta sind halt einfach Kavallerie und die Mixed APCs mit Infanterie. Aber also ich kann es mal nehmen. Weil es ist immer noch besser als Siege Defense Might, oder? Ach nee, komm, wir machen einfach weiter. Komm, gönn mir was. Oh, das sieht sehr schlecht aus. Ich habe nur noch 65, komm schon, bitte. Boah, nein. Krass. Also ihr seht, boah, das ist echt hart. Ihr seht auf jeden Fall, das ist sehr kostspielig, das Ganze. Ich habe jetzt hier 400, ich habe noch eine Möglichkeit, was ich machen kann. Ja, aber es ist halt sehr, sehr kostspielig. 424 Polymerkristalle habe ich jetzt verwendet, um, ja, habe nichts bekommen. Nein, ich kann es mir nicht holen, verdammt. Ja gut, alles klar. Das war's dann auch mit dem Video. Also, ihr wisst auf jeden Fall, ich finde das mit den Attributen ist eine gute Sache, weil das kann euch echt an Stärke geben. Aber wie ihr seht, es kann unter Umständen sehr, sehr teuer werden. Und in meinem Fall wurde es auch teuer. Das waren jetzt um die, sagen wir mal, 15 Euro. Roundabout. Das ist teuer. 15 Euro für nichts. Naja, es ist halt, wie es ist. Dafür, sage ich mal, gibt es jetzt die Cashback-Aktion. Da habe ich zumindest ein bisschen was zurückbekommen. Aber seid auf jeden Fall sparsam damit. Wie gesagt, meine ganzen Helden haben halt schon Attribute, aber so die zwei hier, die gefallen mir nicht. Jetzt will ich es einfach nur das Feintuning haben, ja. Also, in dem Sinne, bleibt sparsam, bleibt stabil und ein schönes Wochenende. Peace.